29. September, Weltherztag. Heute am Weltherztag lohnt es sich doch einmal danach zu fragen, welche Bedeutung dieses Organ in unserer Religion hat. Immerhin kommt das Wort Herz in der Bibel fast 900 Mal vor. Es ist eines der am meisten gebrauchten Worte. Das liegt an der Bedeutung, die das Herz im alten Orient besitzt. Es ist vor allem der Sitz der Vernunft und des Verstandes, nicht des Gefühls. So heißt es zum Beispiel im 5. Buch Mose: Ein Mensch hat Augen, um zu sehen, Ohren, um zu hören und ein Herz, um zu verstehen. Verstehen meint mehr als Denken. Es umfasst auch Gefühle und das Gespür für Moral. Für heutige Menschen ist sonnenklar, dass es sich beim Herzen um ein Organ handelt. Soweit war das Wissen in der Antike nicht. Die Menschen damals waren davon überzeugt, dass sich das Zentrum der Gedanken ungefähr in der Mitte des Körpers befindet. Ihnen war nicht bewusst, dass das Gehirn für die Gedanken und die Steuerung des Körpers zuständig ist. Auch der griechische Begriff für Herz, Kardia, beinhaltet verschiedene Bedeutungen. Er umfasst Emotionen, Gedanken und Willen, beschreibt aber auch Wünsche, Sehnsüchte und Gefühle. Es hat also eine ähnliche Bedeutung wie das hebräische Wort für Herz. Und deshalb, jeder und jeder soll den anderen mit der Begabung dienen, die ihnen Gott gegeben hat. Musik.